Preiswerte Gamekeys, Gamecards und vieles mehr findest du bei meinem Partner MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, weiter geht's mit der 10. Folge von Gaudino gibt Gummi. Und ihr habt's im letzten Part mitbekommen, ja, da haben wir gewonnen. Und das heißt natürlich heute für die Folge, dass wir wieder einen Spieler upgraden dürfen. Und ihr seht schon im Hintergrund, Robbie Kruse heißt der gute Mann von Bayer 04 Leverkusen, der Australier mit richtig genialen Werten. 74er Gesamtbewertung schon, von dem er richtig stark kratzt an der goldenen Karte. 84er Tempo, 77er Dribbling, 68er Schuss, 67er Passen und ja, sogar eine 6 vor der 2 bei Füßen, sprich eine 62. Richtig stark. 4 Sterne Spezialbewegung, Hochmittel, die Arbeitsraten. Also der Typ, der kann was. Und ihr seht es auch an den Münzen, gerade einmal 1000 Coins hat der gute Mann gekostet. Sprich, wir stehen jetzt bei einem Jackpot von 700 Coins. Gaudino mit 5 Toren, 3 Vorlagen und natürlich erstmal keinen Spieler, den wir soweit upgraden, sprich verpflichten dürfen. Das Ganze sieht folgendermaßen aus, was jetzt so die Team-Aufstellung an sich angeht. 85er Chemie, 63er Bewertung. Und ihr seht's auch, es fehlt uns jetzt eigentlich nur noch ein rechter Innenverteidiger und ein Keeper. Dann haben wir das Bundesliga-Team an sich schon mal komplett. Also da könnt ihr euch Gedanken machen, irgendein Innenverteidiger aus der Fußball-Bundesliga und natürlich auch ein Keeper. Perfekt wäre natürlich auch noch ein Deutscher, aber das ist halb so wild, ne? Ich meine, wir wollen hier keine deutsche Truppe aufstellen, sondern eine rund um Gaudino, die aus der Fußball-Bundesliga kommt. In dem Sinn, mehr gibt's nicht zu sagen. Jetzt erstmals anfangs nicht wundern, dass da oben links nicht die erledigte Aufgabe jetzt steht, sondern dahinter, Freunde. 40.000 Coins in dem Pack-Opening, das ich zuletzt gebracht habe. Einen richtig guten Mann gezogen. Wer es nicht gesehen hat, guckt vorbei. Der hat einiges an Münzen gebracht. Und von dem her würde ich sagen, quatsche ich jetzt nicht lang drum rum. Wir gehen rein, ab in den Silberpokal. Und zwar mit dem Viertelfinale. Wir sehen uns gleich, wenn ich einen Gegner gefunden habe. So, liebe Leute, und der Gegner ist gefunden, wir können loslegen. Ich habe gerade in der Zwischenzeit, ich hätte jetzt was nicht mitbekommen, das war ihn gefunden, ein bisschen, ja, am Handy gespielt, weil es hat doch wieder eine ganz schöne Weile gedauert, bis wir jetzt hier zocken dürfen. 71er Bewertung, FCA Specialista, mit einer 100er Chemie, also auch der Typ hat da was richtig Gutes aufgestellt. Und ich habe so ein bisschen Schiss, Freunde, ich habe ein klein wenig Schiss vor dem, was uns da erwartet. Mal gucken, es ist das Viertelfinale im Silberpokal. Es ist unser allererster Versuch, sprich, es wäre schon extremst krass und fast schon vielleicht, ja, den kleinen Ticken sogar zeitlich gesehen zu früh, wenn wir den Titel, sprich, den Pokal hier einfahren werden. Oh shit, oh shit, und er geht Gott sei Dank ganz, ganz knapp vorbei. Nee, ich glaube, das wäre ein Ticken zu früh, weil wir einfach noch, sage ich mal, einen Pokal sozusagen fast verkacken müssten, damit wir die Chance haben, das Team zumindest mal so ein klein wenig auf Silber abzugraden, um dann erst die Goldstufe zu machen, ne? Weil ich meine, sonst können wir zwar ein Goldteam machen, hätten aber noch ein paar Bronzespieler drin, das wäre nicht ganz so toll. Aber nichtsdestotrotz, ne, ich werde jetzt hier nicht absichtlich verlieren, um Gottes Willen, ist die Chance da, dann werde ich die natürlich nutzen, beziehungsweise versuchen zu nutzen. Und am Ende vielleicht ein richtig geiles kleines Wunder schaffen, mal gucken. Also das wäre schon stark, wenn wir heute gleich eine Runde weiterkommen. Ein Wunder wäre es nicht, aber es wäre schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Der Schuss, der kommt nicht ganz durch von Davy Selke, so heißt er. Ich spreche ihn ja irgendwie jedes Mal falsch aus, schreibt ihr mir in die Kommentare. Ich lese es, ja, ich versuche es ja, aber irgendwie klappt es nicht in all der Hektik und all der Dramatik, Freunde, die wir auch unter anderem ja im letzten Part hatten. So, da ist wieder Davy Selke, richtig? Schon. Ich glaube, mittlerweile müsst's. Ah, passen und Gaudino kommt nicht hin. Gaudino ja weiterhin bei 5 Toren, bei 3 Vorlagen, die er Stand jetzt hat. Sind wir mal gespannt, wie das am Ende dieser Serie, sprich, wenn wir den Goldpokal gewonnen haben, wie es dann da aussieht, bei wie vielen Buden und Co. er dann steht. Boah, ist der schnell. Alter, ist der schnell. Sansone oder so heißt der. 11. Minute, 1-0, da kommst du gar nicht hinterher. Da kommst du gar nicht hinterher, obwohl du auf der Innenbahn bist. Das macht da einfach eiskalt. Guck dich das an. Zack, 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 zack. Keine Chance, keine Chance. Gnadenlos schnell umlaufen, Nicola Sanone. Und wir liegen hinten. Uiuiui. Und der macht das echt nicht schlecht. Also der hat nicht nur ein gutes Team, der spielt das Ganze auch nicht schlecht. Aber jetzt kriegen wir vielleicht die Chance. Über Timo Werner in die Mitte gelegt. Jetzt muss er rein. Sliskovic macht ihn prompt. Der Antwort, 13. Minute. Alles wieder in Ordnung, Freunde. Meine Fresse, also das ging schnell. Richtig schön gespielt von Werner, ab in die Mitte und Sliskovic macht die Bude à la Bonheur rein. Aber war auch nicht so schwer für den Peter, den da vorne reinzukriegen. Also wunderbar. Aber jetzt heißt es so ein bisschen konzentrieren. Nicht, dass du hier das zweite gleich wieder fängst. Das war mir klar. Von dem her gut gegangen. Richtig gut gegangen. Sliskovic. Kein Abseits. Werner. Oh Gott, Werner, ins Kurze einfach einschieben. Das können die doch in FIFA 15 so gut. Das kurze Eck, da geht fast alles rein. In dem Fall leider Gottes nicht. Sliskovic, oh, schlecht durchgesteckt auf Selke. Und dann
Scoofy erstmal dazwischen. Rigoros. Aber ich glaube gerade ist so, ja, so ist ein bisschen die Zeit gekommen jetzt langsam, wo der Gegner ein bisschen Respekt kriegt. Oh, der war schlecht, so kriegt er weniger Respekt. Aber wo war so die ersten guten Möglichkeiten? Oh, war der nice. War der nice und dann Öztun Ali mit dem etwas verzogenen Schuss. Nee, wo wir die ersten Möglichkeiten jetzt kriegen? Wo er nicht mehr ganz so sicher wirkt da hinten und sattelfest in der Defensive. Genau so muss das sein, Freunde. Und dann gibt's hier vielleicht den Sieg im Viertelfinale und damit den Einzug, ihr wisst Bescheid, ins Halbfinale. Das wäre was. Boah, und dann gibt's fast die Riesenchance. Schade. Die Dinger, die kommen gut. Die schnellen, schönen Schüsse in die Mitte. Aufgepasst, nach vorne gelegt, aber Freistoß gepfiffen. Kruse steht bereit. Robby, Kruse, Gaudino und dann der eigene Mann, Capuano. Mit, ja, dem etwas komischen Querschläger da. Und es gibt die nächste Ecke. Gaudino mit der Chance zur Vorlage. Wir brauchen heute auch wieder eigentlich schon fast ein Gaudino-Törchen. Oh, der könnte kommen, oder? Oh, genau so habe ich ihn vorgehabt, aber dann aufs Tor. Schade. Oh, der war schlecht gespielt. Der war richtig schlecht gespielt. Nee, ein Gaudino-Tor brauchen wir was. Fast der Jackpot bei 700 Münzen. Klar, da kann man sich schon einen von kaufen, einen Silberspieler auch, aber natürlich nicht so einen guten, wie wenn du dann ein bisschen mehr im Pott hast. Und das müssen wir versuchen. Werner. Oh, der Ball könnte gut kommen. Der könnte richtig gut kommen. Und der kommt auch gut, aber dann dazwischen und ich ahn's und komm nicht hin. Schade. Und ihr merkt's, der ist verunsichert. 27. Minute. Wieder so ein kleiner Patzer. Spielt er den Ball ins Aus? Ist ihm vorhin auch schon passiert. Ist das jetzt unsere Phase? So ist es nicht, aber Öztun Ali dazwischen und dann macht er das super mit einer wunderbaren Übersicht. Davy Selke. Ball kommt an. Wieder Selke. Gaudino. Gaudino versucht's mit dem Direktschuss, muss er probieren und er kriegt den Freistoß. Und er kriegt den Freistoß in einer sowas von gefährlichen Position. So, jetzt müssen wir gucken, was hat denn der für Werte? Naja, nicht wirklich gute, ne? Muss man ja mal so sagen. Und dem probiere es einfach so. Gaudino, Gaudino! Alter, das wäre, glaube ich, der zweite Freistoß mit Gaudino in der Serie geworden, den man aus Tor bringen kann und das zweite Tor. Nicht schlecht. So, nächste Ecke. Kommt gar niemand hin. Abgelegt von Lukimia. Dann wollen wir ihn durchstecken. Das wird nix. Und dann gibt's die Chance. Wieder der schnelle Sansone. Da ist Duvan. Duvan. Bernadesch und wieder Sansone. Um Gottes Willen. Freunde, ich habe Angst da unten. Sanone, Sansone, was auch immer. Durch die Beine von Lukimia. Und dann sind wir da. Gott sei Dank erstmal dazwischen. Sliskovic, gut rübergelegt. Selke, Gaudino, braucht zu lang. Gut gemacht von Sliskovic. Leider nicht ein zweites Mal. Lukimia. Oh, Mann, die Dinger kommen nicht ganz an. Aber beim Gegner Gott sei Dank auch nicht. Schön, Gaudino. Wunderbar gespielt. Oh, und dann nimmt er ihn fast mit. Biris da oben kann klären. Ich bin ein bisschen nervös, muss ich zugeben. Bin mal gespannt, was das heute hier noch wird. Selke, um Gottes Willen, dann renne ich ins Aus. Komplett, ne? Nix geworden da. Biris wieder am Ball mit dem Einwurf, den haben wir. Komm, Selke, komm schon, Junge. Der wirkt verunsichert. Und er wirkt nicht nur verunsichert, der ist es auch. Guys, Gaudino. Da ist er wieder. Oh, kommt wieder nicht durch. Und dann kann er klären. Wir brauchen jetzt das zweite Tor. Mensch, die Lücken sind da. Möglichkeiten kann ich noch nicht sagen, aber die Lücken, die haben wir jetzt eigentlich. Nur, wir kriegen den Ball nicht unter. Das ist noch das große Manko. Jetzt hat's geleckt. Lukimia, gut geklärt. Oh, das ist nicht gut gespielt. Das ist zu wenig, Kurtic. Abseits, 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 Freund. Das ist immer ein bisschen komisch. Da kann auch mal den Vorteil laufen lassen, der Schiedsrichter. Den hätte der Keeper ja locker aufnehmen können, aber gut. Halb so wild. Nix Dramatisches. Gaudino, schön gemacht. Selke. Selke, wunderbar. Kruse, nee, Öztun Ali. Und dann versucht er den zu lupfen. Schade, war eine gute Idee. Aber der Keeper fängt den ganz, ganz locker ab, Freunde. Und da ist wieder Gaudino. Schlechter Ball nach vorne. Es ist... Boah, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Oh, und jetzt macht er es gut. Und da ist wieder Sanone, Danone. Der schnelle Mann. Boah, und ich dachte schon, der geht wieder rein. Also der Typ, der geht gut ab. Den müssen wir uns merken. Wenn wir da mal irgendeine italienische Serie starten mit einem Silberteam. Der Junge hat was drauf. Vor allem hat er Pace. Und das ist in FIFA 15 doch ein bisschen was wert. Da ist er wieder. Aber wir sind auch da. Sehr schön. Kein Abseits da unten. Kein Abseits. Sliskovic am ersten vorbei.
Sliskovic und dann macht er ihn rein. Wunderbar. 2:1, 45. Minute. Schöner Übersteiger, schön nach innen gezogen. Und dann das 2:1. Das sind doch so Tore, die ihr sehen wollt. Oder mal ein bisschen einen kleinen Trick mit einbauen. Hat sogar perfekt funktioniert. Und dann war er abgefälscht. Das muss man noch erwähnen, sonst hätte der Keeper den vielleicht sogar gehabt. So, da ist wieder Sanone und jetzt ist erstmal Halbzeit. Also perfekt, psychologischer Zeitpunkt, um hier das Tor zu machen. Ihr seht in der Spielinfo, das ist auch soweit verdient. 7 Schüsse, 4 davon aufs Tor, er mit 2 und einem auf die Bude. Gut, ein bisschen der Ballbesitz, aber wie gesagt, ne, es kommt nicht nur auf den Ballbesitz an. Da macht so die richtige Mischung und die hat nicht gepasst bei ihm. Zwischen Ballbesitz und Abschlüssen. Von dem her, denke ich, geht's in Ordnung. Wir müssen mal gucken, dass wir das jetzt ja nicht über die Zeit bringen. Das klingt immer so, sich hinten reinstellen, das will ich nicht, aber trotzdem irgendwie versuchen, das Ergebnis zu behalten. Ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll. So, Gaudino gegen Sanone im Laufduell. Gaudino gegen Sanone. Sanone, das ist mir klar, Junge, dass du in die Mitte ziehst. Und trotzdem kriegt er den... Ja, Alter! Jetzt ist mal Schluss. Und jetzt gibt er... Boah, ich dachte schon, er gibt den Elfmeter, Freunde. Ich wollte jetzt schon ausrasten hier. Ganz viel Glück. War aber auch keiner, muss man gestehen. So, Sliskovic läuft doch. Sliskovic läuft, kriegt den aber nicht ganz. Schade. Wichtig, ihr kennt mich, wer mal wieder, ne? Was wäre wichtig, Freunde? Schreibt's in die Kommentare. Na klar! Das dritte Tor. Der 2-Tore-Vorsprung. Der schlappsche 2-Tore-Vorsprung. In jeder Folge wird davon geredet, geträumt, ne? Taktisch alles besprochen. Und häufig klappt's auch. So, Selke hat ein bisschen Platz. Selke hat ein bisschen Platz. Selke hat immer noch Platz. Selke kommt nicht vorbei. Selke kriegt ihn auch leider ein zweites Mal nicht. Da ist Piris nach vorne gelegt, Gaudino noch mit der guten Grätsche, kommt nicht hin und der Gegner macht das jetzt stark. Sieht nach einem relativ feinen Konter aus, aber Obeng tut erstmal mit. Schlechter Ball auf Sliskovic. Wusste ich gerade nicht wohin und dann kam sowas bei rum. Sliskovic, Gaudino, das ist super gespielt. Selke und der geht nicht rein. Das wäre die Gaudino-Vorlage gewesen, Mensch. Ich weiß nicht, hat er schon eine? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Das zweite Tor war der Übersteiger. Keine Ahnung, Freunde, wer da den langen Ball gespielt hat. Wenn, dann ist es ja eingeblendet worden. Wenn nicht, dann war es eben nix. So, Lukimia weit mit nach vorne marschiert. Und der lange Ball, der mal wieder nicht ankommt. Oh shit, und jetzt kriegt er die Riesenchance da. Sanone, jetzt müssen wir ran. Ey, Sanone hat doch Glück ohne Ende, oder? Der hat doch Glück ohne Ende. Der kommt an jedem vorbei, obwohl wir schon dazwischen sind. Das war vorhin der Fall, als ich so, ne, aufgeschrien hätte, fast wegen dem Elfmeter. Und hier auch wieder, das sind wir schon dran. Ich drück die Taste und wir stolpern einfach mal ins Leere. 2:2. Alles wieder ausgeglichen. Alles geht wieder von vorne los. Aber wir haben doch Robby Kruse. Wir haben doch Robby Kruse. Der macht das super. Ja, und dann holt der Keeper da seine Hand noch wo auch immer her. Und holt den raus. Ecke Gaudino. Komm schon, Junge. Gaudino. Langer Ball. Komm, da muss jemand von uns kommen. Da kommt gar niemand. Aber da gibt es zumindest den Einwurf für uns. So schaut's aus. 62. ist jetzt wieder. Ja, ein ernster, ein wichtiger Zeitpunkt in der Partie. Jetzt kein Tor kassieren. Im Gegenteil, jetzt die Bude machen. Dann sieht sowas immer ganz gut aus. Schön durchgesteckt. Selke macht das stark. Und Skofi holt den wieder raus. Aber der war nicht hart genug. Platziert war er, aber nicht perfekt genug ins Eck getroffen. Gut aufgepasst von Yalcin. Da ist Werner mit dem super Pass. Yalcin sieht Gaudino und dann kommt er nicht an, der Ball. Hui. Und dann geht wieder Sanone. Nee, ist er nicht mal. Übergelegt. Das wäre jetzt auch unverdient gewesen. Duvan mit der Chance, kriegt ihn Gott sei Dank nicht unter. Bleibt alles erstmal beim Alten. Und dann, oh shit. Oh, ich dachte schon, ich habe ihn geschlagen, habe nicht kurz aufs Handy geguckt, weil das aufgeblinkt hat. Und dann kommt sowas bei rum. Gaudino, jetzt vielleicht mit der Vorlage. Sliskovic. Muss ich nochmal rüberlegen, aber das ist dann zu wenig. Das ist, oh, zu wenig. Öztunali aufs lange eher so ein bisschen gezogen. Wollt den jetzt da nicht mehr rüberlegen. Schade, Freunde. 20 Minuten noch. Geht's hier in die nächste Verlängerung, in die zweite in Folge. Ich meine, wenn wir es wieder gewinnen, so rum, dann soll es mir recht sein. Aber es muss doch auch mal ein bisschen chilliger gehen. Ich meine, in der Pack Road to Glory treffen wir auch, ne? Da fallen die Tore immer, das sind wir effektiv von Beginn an. Das ist der ganz, ganz große Unterschied noch zu der Serie. Wobei wir hier auch erfolgreich sind. Das darfst du ja nicht sagen. Die Bilanz ist super positiv. Dreimal mehr Siege als Niederlagen. Aber es ist halt nicht immer
so einfach. Wir machen es uns zum Teil einfach zu schwer. Und Gott sei Dank gewinnen wir da das Kopfballduell. Sonst wäre der drin gewesen. Jetzt Gaudino, komm. Selke, rübergelegt, Sliskovic. Jawohl. Guck mal ganz oben, Jalcin. Schön gemacht. Aber das dauert zu lang. Kruse. Oh, Kruse. Kommen wir noch hin. Kommen wir noch hin. Gaudino in die Mitte, komm. Was gibt er? Er gibt den Freistoß. Boah, ich dachte schon, er pfeift jetzt irgendwie abseits oder sonst was. Jalcin steht da bereit. Ich chipp den mal genau dahin. Leg den ab. Spielt den oben durch. Der Ball kommt nicht an. Jetzt haben wir ihn, komm. Hinter, hinter, hinter. Komm schon, Jungs, Mensch. Einer muss doch da mal rankommen. Oh, Gott sei Dank. Und Brown. Ja, nicht wirklich souverän, weil da steht einfach niemand. Wichtige Grätsche, Gegner kriegt den trotzdem noch. Ey, das gibt's doch nicht. Freunde, was kassieren wir denn jetzt hier für Tore? Die letzten beiden komplett irgendwie durchgelackt. Da stehen 5 Mann um den rum. Und wir kriegen die Kulle nicht. Schaut euch das an. 5 Mann hinterher und dann kriegt er den da durch. Das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Wir laufen vorne mit Selke alleine aufs Tor zu. Keeper holt den raus und dann hier sowas. Gaudino dauert zu lange. Kriegt er nochmal. Gaudino. Kein Abseits. Sliskovic. Schaut euch das an, das meine ich. Wir kriegen den nicht durch einen. Da wird er abgefälscht und wir hätten es ja verdient zu gewinnen. Ecke, Gau. Dino geklärt. Da ist niemand von uns nicht mal mehr da. Duvan. So, Obeng. Jetzt mal, kommt schon. Sliskovic. Durchgesteckt. Ah, zu lang. Mann, 5 Minuten noch zu gehen. Freunde, ich glaube, das ist das aus. Wir gehen mal auf sehr offensiv. Auf den totalen Angriff. Hilft ja alles nichts mehr. Ja. Och man, nach unten. Da rutsche ich ab. Was gibt's jetzt? Freistoß noch. Oh, Gott sei Dank. Kriegen nochmal die Chance. Schnell gespielt. Sar. Oh, da kommt der Ball nicht an. Ich werde noch bekloppt. Und jetzt mussten wir hin. Und jetzt gibt's die Riesenchance für Bernard Desch. Rübergelegt. Keeper, komm raus. Hat ihn. So, hat er jetzt vielleicht die Riesenchance ergeben hier. Und jetzt kommen wir. Selke. Alter. Ja, was geht denn? Mensch. Herr Schiedsrichter, da müssen wir mal was tun hier. Scheiße, scheiße. Oh, Gott sei Dank. Gaudino. Oh Mann, das war's. Kannst du knicken, Freunde. Da geht jetzt einfach die Linie lang. Klar, würden wir nicht anders machen, aber... Um Gottes Willen! Und jetzt nochmal, komm. Selke, 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 Selke. Ja. Sliskovic. Geblockt und das war's. Jetzt ist es aber endgültig vorbei. Mann, das ist die Niederlage und es ist unverdient. Geht's denn das? Das hätten wir ganz, ganz anders lösen können. Aber ganz, ganz anders lösen können. Dann gucken wir rein, ob wir irgendwie eine Vorlage gegeben haben. Wenn nicht, ist der Checkpoint natürlich bei 0 Punkten. Niederlage heißt minus 1500. Tja, die haben wir hier gerade einfahren müssen. Unfassbar, ich kann es nicht glauben, dass wir das nicht gewonnen haben, Mensch. Die Chancen, sie waren da. Die Chancen waren da. 8,9, Sliskovic mal wieder der beste Mann. Münzen kriegen wir zumindest ein paar. War darauf gekackt. 13 Schüsse, 8 aufs Tor, mit 7 Schüssen und 5 davon auf die Bude. Ballbesitz ausgeglichen. Also wie gesagt, wir hatten die Möglichkeiten, aber wir haben sie nicht genutzt. Da war er einfach ein bisschen konsequenter, unser Gegner. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob er eine Vorlage gegeben hat, Freunde. Von dem her, ich weiß nicht, wo der Checkpoint steht. Ihr seht es ja eingeblendet, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Ich glaube eher bei 0. Ich glaube, Gaudino hat keine gegeben, sprich bei 0. Coin steht der Checkpoint, wenn nicht, dann bei 700, glaube ich. Dann müsste alles gleich bleiben. Ihr seht es irgendwie eingeblendet und in dem Sinn würde ich sagen, war es das schon wieder mit dieser Folge. Wir dürfen hier leider kein Upgrade durchführen, sprich im nächsten Part werden wir nochmal genau mit dieser Mannschaft auftreten und dann hoffentlich, ja, gewinnen. Das ist das Ziel. Ich werde mal gucken, Teamtraining,
werde ich, glaube ich, keins anwenden. Das müssen wir jetzt mal, wir müssen mal zwei Spiele am Stück machen. Da müssen wir irgendwie durch, das kriegen wir hin. Ja, in dem Sinne, das war's. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Ihr seht jetzt natürlich auch wieder die schöne, wunderbare Endcut eingeblendet. Da habe ich ein schönes Video für euch bereitgestellt. Klickt einfach mal da unten links irgendwo hin. Dann kommt ihr zu dem Video. Könnt ihr da mal vorbeigucken. Vielleicht ist es ja was für euch. Oder auch gerne oben rechts beim Badeschlappen-Fußballkanal, beim Zock-Kanal, wo wir Far Cry unter anderem momentan spielen. Oder natürlich auch gerne beim Real-Life-Kanal sozusagen, Badeschlappen-TV, wo ab und an mal ein Video kommt. Gerne vorbeigucken. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Und damit, denke ich, bin ich erstmal durch. Wir sehen uns wieder demnächst oder ich hoffe natürlich gleich irgendwo bei dem Video. Bis dahin, macht's gut, genießt den Tag, euer Badeschlappen. Servus!